Leute, herzlich willkommen auf nahe Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde mit Schüssi Emden. Und ich würde sagen, wir steigen hier auch mal direkt in unserem Fahrzeug rein. Heute werden wir mal ein bisschen so Polizist sein. Genau, Polizist sein werden wir heute. Beziehungsweise uns erstmal den Job so ein bisschen angucken, weil ich habe ja noch nie so richtig Polizist gespielt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, es könnte eventuell so sein, dass ich auch gar nichts da mache. Auf jeden Fall gibt es auch ein neues Update, was gestern, glaube ich, rausgekommen ist. Ein Rabattsystem-Update. Das heißt, jeden Dienstag und Freitag wird ein Fahrzeug billiger beim Autohändler angeboten. Das finde ich wirklich eine sehr nice Sache. Es gibt außerdem eine Kanalisation und eine dazugehörige Brechstange. Es gibt nun ein Signalrauch, um die Helikopter die Position zu zeigen. Jetzt denke ich mal klar, was das sein soll. Mit dem GPS-Tool könnt ihr den genauen Ort der Map anzeigen lassen, um euch zum Beispiel Treffpunkte zu organisieren. Alle 30 Minuten Spielzeit im Privatserver bekommt der Besitzer 3 Privatserver-Coins. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Ihr könnt nun den Innenraum und die Fensterscheiben von Autos einfärben. Ihr könnt bestimmte Wände nun mit einer Bombe zerstören. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los Richtung Polizeiwache. Genau, so. Fahren wir einfach mal hier durch. Wir dürfen das. Wir sind ja Polizist, ne? So. Jo, was ist das für ein Polizeiauto, Alter? Ich frag mich, wie man dieses Verdeck hier eigentlich öffnet, weil das steht hier halt nirgends. Keine Ahnung, egal. Wir fahren erstmal jetzt zur Polizei. Ich frag mich, was man da alles so Interessantes kriegt. So. Was ich ein bisschen kacke finde auch, dass wenn du bremst, dass die Reifen immer quietschen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, weil normal quietschen die Reifen auch nicht, wenn du bremst. Aber egal. So. Fahrzeuge. Nee, ich will mich hier erstmal. Oder muss man das direkt hier machen? Nee. Ach nee, muss er das hier machen oder was? Nee, hä? Hier hoch oder was? Ey, ich check das nicht hier hoch. Kannst du gar nicht. Meeting 1. Tipps. Als Polizei darfst du Kriminelle nur erschießen, wenn sie 2 Wanted Level haben. Sonst erhältst du Strikes. Okay. Schließfächer. Oder wo soll man hier. Ah, hier. Junge. Streifenpolizei, ja. Schicht beginnen. So, da bin ich der Polizist. Schließfächer. Ausrüsten. Hä, ich hab das doch gar nicht. Ey, dieses Spiel macht mich schon da sehr aggressiv. Ich hab hier keinen Gegenstand drin. Ja, ich kann euch nicht helfen, weil ich keine Waffe habe. Egal, Schlags. Ja, ausrüsten. Oh, Elektroschocker ausrüsten, so.
Okay. Das wird hier mir nicht angezeigt. Warum nicht? Oder wird das nur draußen angezeigt oder was? Ey, das macht mich schon. Das ist, also, egal. Wir regen uns einfach nicht auf. Ich hab's immer noch nicht. Hä? Warum kriege ich denn keine Sachen von Polizist-Dingens? Egal. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Kann man auch. Ne, kann man nicht. Okay, egal. Das Ding ist, ich kann eh nichts machen, weil ich keine Dinge habe. Egal. Aua, ich bin dagegen geknallt. Junge, wo im Bruder, wo ist der? Ja, hier ist doch niemand. Ja gut, dann fahren wir dahin. Das Ding ist, ich kann eh nicht viel machen. Also Leute, das wird jetzt hier nur so eine kurze Testfolge. Naja, was heißt Testfolge? Eigentlich sollte es nur so ein Update-Folge sein. Deswegen spiele ich jetzt hier nicht richtig. Kann ich auch nicht, weil ich irgendwie die Waffen und sowas nicht kriege hier. Also ihr seht's ja. Oder sind die hier drin? Ach. Gut, ich habe einfach nichts gesagt. Okay, jetzt weiß ich, wo die sind. Gut, jetzt kann ich auch richtig spielen. Irgendwo wurde ausgeraubt. Ey, das ist hier so ein komisches Dingens gerade. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist, ey. Aber egal. So, jetzt aber schnell, Alter. Ist jetzt hier noch jemand? Hey, hier ist doch gar nichts mehr. Der WW?
Nee, da ist nichts. Ah. Ja gut, dann ist ja auch nichts mehr. Ich bin auch blöd, ich habe mich hinten hingesetzt. Okay, wir haben wieder einen Einsatz. Warum steht ja eigentlich mitten im Weg so ein Kackroller, Alter? Kann man den. Ich guck gleich mal, ob man den wegschieben kann. Egal, ich fahre da jetzt hin. Junge. Ach nee, das bringt ja gar nichts, das hier hinzustellen, ne? Kann man die denn jetzt wieder nehmen? Ah, perfekt, jetzt sind die einfach weg. Aber wie kann man die... Ah, hier löschen. War tatsächlich sogar der Notfall. Gut. Dann können wir jetzt ein bisschen wieder auf Streife fahren hier. Oha, hier gibt es ja einen Skaterplatz. Junge, was ist falsch mit dem? Okay, ich würde aber sagen, das war es erstmal mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Ja, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Alter, euer Fanno. Ciao, ciao.